gleich nach dem Training. Ich muss auch durch Jungs. Also die ersten zwei von der Nationalmannschaft, Trainingslager U19 haben wir jetzt. Jetzt haben wir die nächsten vier. Jetzt sind wir tutto completo. Die Jungs dürfen bei den Trainings jetzt auch mal mitmachen. Das freut uns sehr. Ja, erzähl mal, Yannick, wie fandest du es? Also mir hat es gut gefallen. Also ja, heute wurden wir in so zwei Gruppen aufgeteilt. Ich glaube 12-12 oder 11-11. Und man hat schon einen großen Unterschied gemerkt. Also von der Intensivität. Und ja, wir haben vorhin so. So besser? Hälfte. Heute Morgen wurden wir in Gruppen aufgeteilt, haben ein bisschen mehr individuell verbessert, weil er uns einfach besser korrigieren konnte, wenn wir in kleineren Gruppen waren. Ein bisschen locker. Nicht so streng. Das ist von Anfang an eigentlich. Ja, ein bisschen machen, ein bisschen Spaß, ein bisschen lustiger. Eigentlich ist ein Restart, Mann. Das war schon. Nein, alles gut. Aber wird gekattet? Ja. Der schneidet alles. Ja, wir sind am Freitag gekommen um 14 Uhr. Dann haben wir alles gemacht, sind auf die Zimmer erstmal. Haben die Sachen. Habt ihr hier Zimmer auch? Ja, ja, wir haben übernachten hier in Zweierzimmern von Freitag bis Sonntag. Und am Sonntag um 14 Uhr ist wieder, soll wieder Abreise sein. Ja, und wir essen hier auch Frühstück, Mittag und Abend. Schmeckt gut. Schmeckt gut? Ja. Wir haben in der zweiten Einheit heute, also jetzt. Heute Nachmittag gerade eben unterschiedliche Taktiken kennengelernt, also unterschiedliche Spielzüge und haben die trainiert. Ja. Und jetzt morgen machen wir noch ein internes Spiel untereinander und dann war es das auch. Und gefällt euch? Mhm. Ja. Ja, Nico, sagst du jetzt, weil du warst ja schon mal dabei gewesen, jetzt wie ist das Unterschied zwischen damals und jetzt? Aber damals war es nur für Torhüter, jetzt ist auch mehr Taktik mit Feldspielern zusammen, ein bisschen weniger für uns. Aber wir hatten heute auch noch extra Torwarttraining. Habt ihr? Ja. Es sind ja aktuell nur vier Kipper, genau. Die dabei sind. Dann, Jungs, viel Erfolg weiterhin. Macht ihr gut. Wir haben zugeguckt, wissen. Na, ihr vertretet immer noch Hessen und Frankfurt. Von daher, genießt die Zeit, Jungs. Habt viel Spaß. Und bringt die beste Leistung. Ja. Vielen Dank. Tschüss.